Hallo, ich bin Peggy und stelle heute mein erstes YouTube-Video ins Netz. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis für mich. Ich bin halt, wie gesagt, noch nicht sehr geübt und probiere mich einfach mal aus. Ich will heute über Friesen berichten. Friesen, ihr wisst schon, diese schönen schwarzen Pferde mit langer Mähne und Kötenbehang. Die werden auch schwarze Perle des Nordens genannt und sind eigentlich bekannt als so diese majestätischen Kutschpferde vor irgendwelchen königlichen Gespannen. Ich möchte heute zeigen, dass Friesen nicht nur die barocken Wagenpferde sind, sondern sie inzwischen auch ein ganz anderes Gesicht haben. Sie werden ja auch in einer sportlichen Variante gezüchtet und diese Pferderasse ist schon auch berechtigt, im Sport zu finden. Das wird manchmal sehr diskutiert und auch oft belächelt, aber es gibt durchaus talentierte Friesen, die zum Beispiel in der spanischen Hofreitschule zu finden sind oder auch in der schweren Dressurklasse schon sehr erfolgreich laufen. Ich möchte euch heute gerne meine eigenen Erfahrungen dazu zeigen und wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich natürlich über Kommentare. Ja, gute Unterhaltung. So, das hier ist meine Friesendame und sie heißt Lavinia von Mühlenberg und ist heute 8 Jahre alt. Ich habe sie dreijährig quasi roh gekauft und mir bei ihrer Ausbildung viel Zeit gelassen. Da ich nur Hobbyreiter bin, kam ich nicht öfter als ungefähr zweimal pro Woche aufs Pferd und dementsprechend langsam haben wir uns halt in der Ausbildung auch vorgearbeitet. Ich wollte sie in erster Linie zu einem zuverlässigen Familienpferd ausbilden, da auch meine Kinder an ihr Freude haben sollten. Bis jetzt hat das prima geklappt. Meine Jüngste reitet in diesem Jahr ihre ersten Fühlzugeklassen auf Lavinia, das nicht ganz ohne Erfolg. Und meine zweite Tochter, sie ist 11, ist in einfachen Reiterwettbewerben und in E-Dressuren schon oft sehr gut am Start. Meine Jungs dann lieber mal ohne Stress und ohne Sattel auf ihr herum, aber auch das lässt sie sich eigentlich ganz gut gefallen. Sie ist sehr umgänglich, man kann sie putzen, bisschen scheu, wenn ich sie von der Koppel hole zum Beispiel, aber ansonsten eigentlich ein sehr, sehr entspanntes Familienpferd. In meiner Jugend bin ich selbst nicht ganz untalentiert springen bis zur leichten Klasse geritten, komme also eigentlich aus einem Springstall. Da sind ja Friesen nun nicht so die Pferde dafür. Aber wahrscheinlich nicht zuletzt habe ich Lavinia auch aus diesem Grund schon bei ihrer ersten Arbeit unter dem Sattel immer mal wieder über ein paar Trabstangen gehen lassen. Bald konnte man merken, dass sie dabei scheinbar viel Spaß hat und dann habe ich sie während ihrer fortlaufenden Ausbildung auch an Cavaletti und kleine Hindernisse gewöhnt. Seit einer Saison starten wir auch auf Turnieren im Springen. Parcours bis zur 85 cm, 90 cm schafft sie dabei locker und meist fehlerfrei. Allerdings haben wir wegen der kurzen Galoppade immer ein bisschen Zeitprobleme, müssen halt aufpassen, dass wir ein bisschen Weg sparen oder eben wirklich sehr auf Druck vorwärts reiten. Meine Friesenstute geht heute Parcours in A-Höhe und macht dabei eigentlich keine schlechtere Figur als so manches Sportwarmblut, würde ich sagen. Es ist mir bewusst, dass wir wahrscheinlich nie eine Platzierung in einem L-Fehler-Zeitspringen erreichen werden. Dennoch bin ich schon ein wenig stolz darauf, wie sie ohne Zwang und mit so viel Freude am Springen zu einem tollen Familienpferd und Allrounder geworden ist. Ich finde das pauschale Abstempeln des Friesen als Rückgepferd nicht besonders nett, denn wie man an Lavinia sieht, haben doch einige Talent und Freude am Sport. Und den sollte man ihnen und ihren Reitern nicht durch diese Vorurteile nehmen. Ja, ich hoffe, ihr fandet mein kleines Video interessant. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Kommentare abgebt, ob ihr euch vielleicht noch weitere Sachen von mir wünscht oder ob ich es lieber lassen soll. Liebe Grüße, tschüss.